Irgendwas wollte ich, glaube ich, nachgucken. Ich weiß aber nicht mehr genau, was. Abgesehen davon. Do you sense one of your friends, Hoodle? Und wo? Irgendwo da oben? That makes four out of the five realms that I've visited now. I wonder what kind of lord we're gonna find there. It doesn't matter. If they try to get in our way, we'll take them down and that'll be that. Oh, ich sehe die dicke Eule. Was? Warum geht das nicht? Wegen den... Oh. Hi, wieso greifst du mich nicht an? Bin ich so klein und unbedeutend? Stimmt, ich wollte eventuell... Au! Nicht hingeguckt. Eventuell die Charakter tauschen. Also nicht den, den ich spiele. Es explosiver Ring. Ich frag mich allerdings, ob... Dohalim eigentlich heilen kann. Ich habe aber die Vermutung, dass das mit einem Nein beantwortet werden kann. Das würde dann theoretisch dann heißen, dass dann, Shion unverzichtbar ist. Was eigentlich blöd ist. Weil, warum zum Geier musst du einen Charakter immer haben, weil dieser heilen kann? Das ist ein bisschen unsinnig, finde ich. Wie kann ich das eigentlich machen? Ah, so, okay. Wen schmeiße ich denn raus? Ich schmeiß eventuell dich mal raus. Mal gucken, wie er so ist. Brecherfaust. Was macht denn dein Boost? Drücke zum Ausbilden. Lässt Ranken sprießen, die schnelle Gegner fesseln und festhalten. Okay. Den Gegner zu Boden bringt, dir aber Schaden zufügt. Ich lasse das erstmal so. Wobei der theoretisch nicht verkehrt wäre, vorausgesetzt, Kisara ist so eine Art Tank, die dann drin zu haben. Aber ich glaube nicht, dass das quasi dann so funktioniert, dass sie die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Weil das scheint nicht hier so zu sein. Die Aufmerksamkeit ist, glaube ich, teilweise random und immer wieder auch auf mich gerichtet. Nope, das wollte ich nicht machen. Ich wollte das machen. Das war aber, glaube ich, zu früh gewesen. Egal. Au, au, au. Am I on a roll or what? Well, look who's in a bright and shiny mood. As I recall, there's a recipe we've yet to try. Yeah, this is the last ingredient we need. What? Then let's go ahead and prepare it. Hä? Wieso, warum, hä? Wieso labern die über Kochen? I have a bad feeling. Hab ich was verpasst? Hey, that... Take this! Okay. Air to the wind! Air thrust! Lightning condemned! Elusive field! Keine Ahnung, ob ich das eventuell irgendwie früher oder später verwenden werde. I'm practically unstoppable. Ob ich noch den fetten Zeuge rufen kann? Oder nicht rufen. Kann ich ja schlecht. A fish. You saw it too, right? Oh, warte, jetzt kann ich angeln gehen? I didn't realize there was a pond here. Yeah, this is Taka Pond. And it happened to have saved my life once upon a time. What do you mean? As a kid,
I survived life under the past lords by escaping here when I needed to. It's terrible to swim in, but great for catching a bite for dinner away from Renan eyes. Bear in mind, our rations back then weren't enough to live off of. You had to take matters into your own hands if you wanted enough food to survive. But how did you catch them? With your bare hands? That might take a while. Fish are prone to swim away at the first sign of trouble. I'd put bait or a lure on a line and use it with a fishing rod. You must not be familiar with fishing if this sounds new to you. Here, let me show you how it's done. Habe ich mir gerade auch irgendwie gedacht, sag mal, weiß der nicht, was eine Angel ist? Angelspiel. In ganz Dana liegen Angelstellen verstreut, die verschiedene Fischarten bieten. Nutze deinen Fang zum Kochen, verkaufe ihn für Geld und schalte sogar neue Titel damit frei. Also pack die Angel aus, wenn du neue Angelstellen findest. Das Angeln besteht aus 4 Schritten. Leine auswerfen, Fisch anlocken, Fische anbeißen lassen und die Fische schließlich einholen. Mehr Informationen zu diesen Schritten findest du unter Angelsteuerung. Okay, aber höchstwahrscheinlich kriege ich so oder so ein Tutorial. Hey, what do you think about that spot? Good idea. I'll go for that one. Okay. Ah, okay, man sieht hier so... Nee, warte mal, was? Also auch so, man sieht so ein paar so Stellen, wo scheinbar was sein könnte. Now where might those fish be? Okay. Aha. Was ist das denn da unten? Fisch erscheint. XXX Dreieck. What? Ich bin verwirrt. There's a nice breeze here. Okay, verstehe. Glaube ich zumindest. Und jetzt ist das so ein bisschen wie in Final Fantasy oder was? Frage ist nur, muss ich da in die entgegengesetzte Richtung oder was? Nee, wahrscheinlich in die Richtung, wo das angezeigt wird. Nein, verdammt! Okay, in die Richtung, wo es angezeigt wird. Er hat ein bisschen was für Final Fantasy 15. Not too shabby, friend. Festschütteln, Köder einsammeln, einholen. Reel it in. Ach, die Viecher haben auch noch Gesundheit quasi oder Ausdauer. Wahrscheinlich in dem Fall Ausdauer. I reeled us in a big one. I can't believe you caught that with a rod. Amazing. Gibt's noch mehr? Da hinten. Da blubbert's. Festschütteln. Machen wir mal das. Da will niemand hinkommen. Ich glaube, damit verjage ich ihn wohl. I've got something. I'll catch something bigger next time. Was ist selbe Fisch? Looks like a pretty energetic fish. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Was machen die Sterne dann nochmal? Hm.
Ich kann ihn wahrscheinlich da irgendwie interessiert lassen. Ja, okay. So dass ich dann den anderen Fisch einfach halt. So dass ich bei dem anderen Fisch halt die Interesse halt verringere. Verdammt. Verdammt, ich hab den falschen. Bei dem einen Fisch halt die Interesse halt wohl verringere, während ich die bei dem anderen wohl erhalten lasse. Ich weiß nicht mehr, was Deutsch ist. Ich rede einfach nur noch. Okay, bei dir ist Viereck. Falsch. Reel it in. Was haben wir da, was Dickes? Hoffentlich was, was ich noch nicht habe. Oh, verdammt, falsche Taste. Falsche Taste. Ja, das scheint was Dickeres gewesen zu sein. Das will ich haben. Wo ist das? Kann ich das nochmal haben? Nee, der scheint da nicht dabei zu sein. Oder ist der einer da hinten? There we go. Ich glaube, ich sollte wohl loslassen. Na, verdammt schon wieder! Ich bin mir nicht sicher, ob ich da loslassen sollte, wenn da quasi da mir nicht angezeigt wird, dass ich in irgendeine Richtung drücken soll. Gibt's keine mehr? Oh, da ist noch einer. Oh, da ist nur einer drin. Okay. Alright. Diesmal versuche ich, meine Finger von den Tasten da oben wegzulassen, von den Schultertasten. Ah, das ist derselbe Fisch. Ach, Seltenheit ist das da unten, okay. Komm, gib mir was Seltenes. Dieser eine Fisch zum Beispiel, den ich nicht bekam. Den ich eventuell nicht bekommen werde, weil vielleicht zu stark ist für mich. No, das will ich nicht. Okay, das funktioniert. Wobei, nee, ist nicht er da hinten? Na, vielleicht nicht. I've got a good feeling about this one. Ist da was Besonderes? Eventuell. Der scheint ein bisschen mehr Gesundheit zu haben. Oder Ausdauer. Ach, das ist der Bach, der hat noch was. Da gucke ich mal kurz weg und merke nicht, dass er noch was hat. Was ist denn das? Eine Forelle. Okay. Ich mach noch einen. Dann ist Ende. Oh, da haben wir was. Will ja nicht den ganzen restlichen Tag noch hier angeln, ne? Oh, ich glaube, ich habe da hinten den einen, den ich vorhin versucht habe zu kriegen. Ah, shit, die kommen beide. Schwierig, den einen dazu kriegen. Yeah, I don't know. Okay, eventuell weiß ich vielleicht eine Möglichkeit. Aber vielleicht ist das jetzt dafür zu spät. Yeah.
Oh shit. Na, egal. Nehme ich halt den. Nein! Oh, verdammt, nein, 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 nein. Aufpassen, was du machen musst. I'll catch something bigger next time. Looks nur so ein oller Barsch. Naja, immerhin. Gut, Angeln beenden, raus da. And that's all there is to it. Wow, it seems like you need to have good reflexes to catch anything. I don't know if it's really for me. Kisara, I think I've seen enough. Oh, sorry. I guess I'm just in my own little world when I go fishing. Looks like we're going to be here for a while. That's how fishing goes. You wait for a bite, and then the real battle begins. Miguel told me that different fish live in different regions, and you have to pick the right rod and lure for what you're hoping to catch. But that doesn't change the fact it's a giant time sink. Of course, each fish has its own unique flavor, too. And some of them are supposed to be extremely delicious. When you put it like that, maybe it's worth me trying my hand at fishing after all. You're just in it for the food. I was hoping we'd get to fish during our travels. And it just so happens I made sure to grab my brother's old rod before I left Vicente. So, if you ever feel like fishing when we've got a little downtime, just let me know. Good to hear. Thanks for showing us. Okay! That's some geil Angelexperte, okay? War irgendwie klar, dass Shion so reagiert. Hey, einige Fische schmecken sogar echt verdammt gut. Was? Vor allen Dingen. Er hatte gerade doch gesagt, ne? Oh, Angeln scheint wohl echt nur was für gute Reflexe zu sein. Oder beziehungsweise man benötigt scheinbar wirklich gute Reflexe zu, scheinbar benötigt man wohl gute Reflexe dafür. Das scheint, glaube ich, nicht unbedingt was für mich zu sein. Sehr, sagt ausgerechnet derjenige, der einem scheinbar 30 Tonnen Felsblocken, der vom Himmel herabfällt, nicht ausweichen zu können. Nein, warte mal, was wollte ich gerade sagen? Verdammt, ich komme gerade durcheinander mit den Wörtern. Ha, nochmal von vorn. Er hat gesagt, dass halt das Angeln scheinbar gute Reflexe benötigt und es für ihn nicht unbedingt scheinbar was zu sein scheint. Sagt ausgerechnet derjenige, der einem 30 Tonnen schweren Felsbrocken, der vom Himmel herabfällt und nicht ausweichen kann. Ja, ausgerechnet so jemand sagt das. Kein Wunder, dass er dann halt von so einem Scheiß getroffen wird. Was sind Reflexe? Ich hab keine. Hey, du scheinst ja zu wissen, wie man mit einer Route richtig umgeht. Ja, sag das mal Dohalim. Die hat seine Staberweiterung. Ich angel schon lange und habe mittlerweile richtig gute Ausrüstung. Ich teile sie mit euch, wenn ihr mögt. Ich hätte als Gegenleistung gern nur eine Sache. Ich bitte nur darum, mir Aufzeichnungen von jedem gefangenen Fisch zu zeigen. Je mehr ihr fangt, desto mehr Ausrüstung werde ich euch geben. Wenn ihr irgendwas braucht, ich bin immer da. Habt keine Angst, herzukommen und mich anzusprechen. Hört sich irgendwie so ein bisschen an wie das, was man in Persona 5 hatte. Wo du dann quasi so komische Punkte oder Marken bekommen hast, um dann irgendwelche Klamotten kaufen zu können. Der Angelexperte am Talca-Teich bringt dir die Grundlagen des Angelns bei. Zeig ihm dein Angelnotizbuch für Tipps, wo du Fische findest, die du noch nicht hast. Er schenkt dir neue Ausrüstung, je nachdem wie viele du gefangen hast. Migals Angel, ja, das war Grundausstattung. Okay. Magma-Attacke.
Okay, ich glaube, ich gehe jetzt auch angeln, um eine Magma-Attacke zu erlernen. What? Ein Angriff, bei dem ein Stoß auf dem Boden Steine zum Fliegen bringt. What? Hä? Müsste das nicht eine Erdfeuerattacke dann sein, falls sowas geht? Weil Magma-Attacke, das Magma-Attacke hört sich eigentlich an wie, hey, ich bringe den Boden mal eben zum Schmelzen und werf Magma dem Gegner entgegen. Oder irgendwas in der Art. Bin ich aus der Richtung gekommen oder aus der Richtung? Nee, ich bin nicht aus dieser Richtung gekommen. Ich habe die Leiche zuvor noch nie gesehen von dem Typen. Korrigiere, keine Leiche. Nur ein Typ, der einfach in der Gegend rumliegt. Puh, ihr habt mir das Leben gerettet. Jetzt kann ich mich wieder meiner Miss... vergesst, dass ich was gesagt habe. Geht nur weiter. Mhm. Hey, ein Infanterieschild. Wait, wer kann denn... Ach so, sie kann. I'm always amazed what healing arts can do. Just doing my job. No need to thank me. Sie kann ja Schilde tragen, stimmt ja, genau. Das ist ihre Bewaffnung. War das der hier? Oh. Okay. Aber ihr Streitkolben verändert sich dabei dann nicht, wa? Scheinbar. Schade. Naja, gut. Ah, warte mal. Ich merke gerade was. Ach so, okay. Wait, hatte das... Oh, Rinwell hatte das an. Okay, warte mal. Nee, gib das ihr zurück. Das kann sie benötigen. Warte mal, was hat denn gerade hier Law an? Schockamulett. Okay, gib das mal dem da. Oder? Aber wobei, du hast Dunkelheitsschaden. Unter anderem. Ja, machen wir das hier. Du hast ja dieses negative Tor. Endlich mal jemand, der auch Dunkelheitsschaden kann. We should be able to... Ja, wir sind in der Lage zu kochen. Das stimmt. Hey. Hm? Is it just me, or have those two barely spoken a single word to one another? I know, right? But after everything that happened with Magal, is it really any wonder? Kind of puts a damper on the whole journey, though, huh? How long do you think they're gonna keep this up? If it bothers you that much, why don't you ask them? Why do I have to ask? How come you walk together like that? She really doesn't beat around the bush. You mean Kisara and myself? You hadn't noticed? You've been practically joined at the hip ever since we left Vicent. I guess it's force of habit, most likely. I was always ready to protect him, should the need arise. It sort of came with the job description. Right. From being in the Elder Menencia Guard. Although, Dohalim's pretty capable of defending himself, isn't he? Having guards doesn't necessarily mean the one being guarded is weak. No one's perfect all the time. Even so, it's not like they're entirely wrong, Kisara. You're no longer in my employ, after all. I don't know. I mean, if it's what she's used to and you're both comfortable with it, then who are we to judge? But she doesn't serve him anymore. It isn't normal for her to keep following him around like she still does. You know, she's probably right. And a lot has changed over the last few days. I guess it wouldn't hurt to rethink our relationship in light of the new circumstances. Perhaps I'll give it some thought after all. Does that sound all right by you? Of course. You might want to stop asking his permission for every little thing while you're at it. Sorry. It's not that easy, shaking off old habits. I'll probably need a little time to get fully used to it. Und noch eine Unterhaltung. Und ich werde wahrscheinlich, wenn ich da lagern gehe, bestimmt noch eine Unterhaltung haben. Richtig? Richtig, richtig. Richtig. I've noticed that sometimes we come across enemies who fight like you and try to dodge our attacks at the last second. I hate those guys.
I can get some hits in when they move into attack, but otherwise they slip past damn near everything else I throw at them. If what you're seeking is a way to more reliably hit them, there is a solution. Try to outclass them on reflexes? I possess the ability to command Earth elemental beings to some extent. They emerge as the land itself and take root on my command. They will swiftly bind the enemies, at which point you can dispatch them. Huh? What he means is that he can make plants grow to hold the enemies in place. At least I think that's probably what he's saying. I'm glad at least one of us understands him. So basically, if we find an enemy that likes to dodge, we should let Dohalim handle it. I shall do what I can within my modest means to help. Das wird womöglich noch wichtig werden. Vermute ich mal. Why are you looking at me like that? That armor you wear is standard issue for the Menencian Guard, right? Originally, I've added some flair to it in a lot of places. I noticed, especially with that open back. We guardsmen pride ourselves on never showing our back to our enemies. It's my way of making myself live up to that. Plus, it makes it that much lighter and easier to maintain. Dohalim, do you have anything to say about this? Every guardsman is allowed to wear their armor as they see fit. And you, La? Huh? Why are you asking me? Naja, wenn man halt weiter nach unten guckt, dann hat man Hintern, der ungefähr Miranda Lawson Ausmaße hat. Oder zumindest quasi so rüberkommt. Die hieß doch Miranda Lawson, ne? Die in Mass Effect 2. Wo aus irgendeinem Grund die Entwickler ständig die Kamera bei irgendwelchen Konversationen oder Dialogen, weiß der Geier warum, immer auf Hüfthöhe irgendwo hatten und dann natürlich irgendwo so, dass man schön den Arsch die ganze Zeit im Blickfeld hat. Das hat man scheinbar in dem Remaster wohl geändert, hat man wohl das weniger, dass man das da so sieht, aber why? Das ist ein bisschen zu oft das Ganze da gewesen. Als ich das gespielt habe, dachte ich mir auch immer wieder, warum zum Geier hat man ständig den Hintern von ihr im Bild? Ich meine, okay, der sieht vielleicht nicht schlecht aus, aber why? Sag mal. Höhere Elementarverteidigung, okay. Mehr verdiente Kampfpunkte? Kampfpunkte? What? Mehr fallen gelassene Objekte? Oh, 4 Minuten nur. Was meint ihr mit Kampfpunkten? Kann ich da nachgucken? Verdiene ein wenig mehr Kampfpunkte im Kampf. Ja, wow. Deswegen heißen sie ja auch Kampfpunkte. Was sind denn jetzt Kampfpunkte? Kein blassen Dunst. Ich hole es mal einfach mal. Gucken, was das ist. This should definitely keep you guys full. Ich schätze mal. Okay, Shion? You're not eating very much. What's wrong? Do you not like the cheese fondue that you made? Yeah, I'm used to seeing you more excited about food. You're not feeling sick, are you? No, I'm fine. It's nothing like that. It's just. What? I guess I just don't understand what the appeal is. We could just as easily put everything on a plate and pour the cheese on top of it instead. I suppose it lies in being able to decide exactly how much cheese you want. There's also something to be said for enjoying how it all turns out. It's fun. That's fine and all, but I wish the plate-to-mouth time was shorter. I think I understand. You don't like having to put in so much effort into eating something, do you? Yeah, I hear what you're saying. Actually, now that I think about it, you're a way less fussy eater than you look, Shion. In my book, there's no one right way to eat a meal. Tuck in, take your time, be dainty, or devouring. As long as you enjoy the food, that's what counts. There's no need to stand on ceremony while we're out camping in the wilderness. Yeah, you're right.
In that case, don't mind if I do. I've never seen someone dump that much cheese on a meal before. Die hat also quasi jetzt den ganzen Behälter genommen, einfach auf den Teller ausgekippt und fertig ist oder was? What? Kisara, let's talk for a bit. Maintaining your shield? It's becoming a familiar sight. Miguel was the one who taught me how to maintain my equipment after I first joined the guard. Now it's just a part of my routine. Your brother always seems to come up whenever I talk to you. That's because we had no other relatives. So it was just the two of us growing up. He was my idol. The one I looked up to and wanted to be like. When I became a guardsman, Lagiel wasn't too pleased to see me at first. It was Miguel who really welcomed me aboard. Lagiel? Oh, right. She was Miguel's second in the Gold Dust Cats, wasn't she? That's right. She's always been a very critical and down-to-earth person. In other words, the complete opposite of a dreamer like me. You're more an idealist than some pie-in-the-sky dreamer. Even so, that's my brother's doing. He'd never let me stop seeing a brighter world. He always did what he could to keep me smiling and happy. You must have meant a lot to him. He wasn't just kind, either. He always worked so hard to set an example for me and everyone else around him. He was a true big brother. So much so that when he thought I was asleep, he'd slip out of the house to go training on the outskirts of town. You seem to know a lot about it. That's because I only pretended to be asleep and would follow after him. Hmm. You know what? I'm at a good stopping point with my shield. If you've got time, how about I tell you a couple more Miguel stories? I guess I'd better get comfortable. Ich frag mich, was diese tiefe Bindung eigentlich bringt. Hätten wir bestimmt dann früher oder später auch noch gesagt.